Wenn ich wieder in Berlin bin, hole ich mir auf jeden Fall ein neues Scheidauge. So, heute ist die absolute Genusstour. Ich sitze hier irgendwo in Frankreich auf dem Feld, am Feld, genieße die Landschaft. Liebe Grüße aus Homburg, aus dem wunderschönen Saarland. Saarland, wer will da schon hin? Ich. Ich hatte einen Augenarzttermin, bin jetzt meine 690, 80 Kilometer hergefahren, knapp 5000 Höhenmeter. Und weil sich nun mal die Chance hier bietet, fahre ich jetzt kurz nach Frankreich, mache eine kleine Frankreich-Runde, genieße die Aussicht, mache heute aber entspannt, da ich einen kleinen Eingriff hatte. Mein Rad hat übrigens die letzten Tage ein bisschen gelitten, die Kette schleift, aber das wird eh alles in Berlin neu gemacht. Und für heute reicht das noch. Die heutige Tour hat übrigens 700, 800 Höhenmeter. Also eigentlich sogar mehr, als ich in Berlin fahren würde. Aber ist okay. Die Höhenmeter und die Aussicht hier hinten ist natürlich unschlagbar. Am besten fand ich auf meiner Tour eigentlich die Rhön, den Thüringer Wald. Oberhof war ein Highlight und die Abfahrt nach Aschaffenburg war einfach die Hölle. So, jetzt hatte ich mal kurz noch ein bisschen Begleitung zufällig. Auch mal ziemlich nice. Beim Fahrradfahren ist der Alter und Leistungsklasse egal. Man kann sich ja anpassen und was man noch in Richtung Verluste der Tour schreiben kann. Mein Schaltauge ist ein bisschen verbogen. Aber ganz ehrlich möchte ich das Ding nicht richten, weil lieber so als gar nicht. Lieber 20 Gänge als keinen. Und es geht wieder bergauf. Was ich in den letzten Tagen gelernt habe, ist, dass jeder Anstieg sich lohnt. Allein wegen der tollen Aussicht. Und wann quält man sich schon mal so schön und hat dafür sowas. Wie gesagt, es ist heute eine absolute Genusstour. Ich möchte nochmal die Berge genießen, die Landschaft. Und deswegen mache ich hier richtig Slow Motion. Bremse, wann ich will. Und genieße einfach das Leben. Wenn ich wieder in Berlin bin, hole ich mir auf jeden Fall ein neues Schaltauge. Am besten sogar zwei. Mach die Kette neu und alles wieder schick. Verluste gehören zum Abenteuer dazu. Genauso wie geile Abfahrten und geile Aussichten. Parlez-vous français? Also es gab jetzt zumindest leider keine offizielle Landesgrenze. Schade, aber ist auch nicht so schlimm. Und eigentlich macht es sogar Spaß, hier hochzufahren. So, heute ist die absolute Genusstour. Ich sitze hier irgendwo in Frankreich auf dem Feld, am Feld, genieße die Landschaft. Sieht einfach mal mega schön aus. Und wie gesagt, ich möchte heute entspannt machen. Also mach ich entspannt, chill hier. Genießt die Sonne und genießt das Leben und genau das solltet ihr auch machen. Fun Fact des Tages, wenn man mal die Ruhe genießt, entdeckt man auch die kleinen Dinge im Leben. Zum Beispiel, hier steht mein Fahrrad an dem Baum und ja, die Aussicht hier hat wohl noch jemand öfters mal gerne genossen. Mal
man muss echt nicht immer Gas geben, volle Pulle. Vor allem zum Beispiel jetzt gerade ich nach einer OP. Einfach mal die Aussicht genießen, runterschalten, mit sich selber klarkommen und sein scheiß Leben genießen. Hey, mein kleiner Franzose! Wuhu. Butzbach, Erwachsenenvollzugsanstalt. So, noch so 20 Kilometer bis zum Ziel, bis zum Hotel. Und auf jeden Fall wieder deutsche Kennzeichen. Auf jeden Fall ist hier kein offizielles Grenzschild. Weil ganz ehrlich, wer braucht schon Grenzen? So, und weil ich heute so richtig schön chille, das Wetter genieße und ich es eigentlich nicht eilig habe, solange die Sonne scheint, jetzt noch ein bisschen was vom Bäcker, ein bisschen was essen und entspannen. Jetzt ist ein bisschen anstrengend, aber es macht auch Spaß. Und ich bin ja gerade in der und ich hatte ja gerade eine schöne Abfahrt, also muss ich das ja wieder auszentrieren. Kleiner Teaser, gegen so eine Abfahrt sind die Dinger auf dem Weg nach Homburg echt gar nichts gewesen. Also klar, 12% Gefälle, 4 Kilometer, mega tödlich bei Nässe. Aber eben hier, hier packst du dich auf den Maul und dann war's das. So, wieder mal geht's seit einer ganzen Ewigkeit hoch. Und zwar von dort. Richtig schön, leicht anstrengend und bald vorbei. Und egal ob mit Gepäck oder ohne, diese krassen Anstiege sind nie einfach. Aber ganz ehrlich, irgendwann gewöhnt man sich auch an die ganzen Anstiege und dann ist es einfach nur Spaß. 53 km/h. PS, kleines Fazit zu den Aftershocks. Mittlerweile wieder mal alle. Ich bin um 11 Uhr los, jetzt ist 16 Uhr. Sind ausgegangen, 5 Stunden, 8 Stunden sollen sie halten. Sind ein halbes Jahr alt. Ich habe schon richtig Probleme auf der Tour hierher ins Saarland gehabt. Und bin super unzufrieden.